klauen, was rumsteht. Gutes Teil. 117.000 Einbrüche gab es im vergangenen Jahr in Deutschland. Mit den beiden Lockvögeln Leila und Andy machen wir in Köln den Test. Wie einfach kommt man in fremde Häuser? Gleich in Haus 1 hat Leila Glück. Eine freundliche ältere Dame gewährt unserem Lockvogel Einlass. Ach, hallo. Ja, ich wollte auch gerade rein. Vielen Dank. So einfach ist Leila schon mal im Haus. Zu den Wohnungen des Mehrfamilienhauses hat sie zwar so noch keinen Zugang, aber zu Keller und Speicher. Misstrauisch bleibt die Bewohnerin an der Tür stehen. Ja, ich bin neu eingezogen, aber ich habe jetzt alles, was ich gebraucht habe. Ach so, von... Aus dem zweiten Stock. Also die Freundin vom Philipp. Ja. Ja. Leila erfindet einfach Namen und setzt dann noch einen drauf. Aber es ist ein schönes Haus hier. Hier stehen ganz schön viele Sachen rum im Treppenhaus. So, die man mal mitnehmen kann. Ja? Na, das schmeiße ich nicht weg. Das habe ich ja jetzt gerade erst gefunden. Leilas Charme kommt an. Mensch, das ist super, dass Sie mir da einfach aufgemacht haben. Ja, natürlich. Ich habe noch ein paar Sachen. Ich gehe noch mal hoch eben. Die Bewohnerin wird misstrauisch, lässt Leila aber trotzdem gewähren. Da oben sind ja noch so viele Sachen. Ja, da lass ich mal auf. Ja? Wenn du jetzt noch öfters raus müsstest, oder? Ja, dann mache ich oben alles leer. Dann räume ich jetzt alles aus, hier aus dem Treppenhaus. Wir haben genug gesehen und lösen auf. Haben Sie sich da nichts dabei gedacht? Ich warte ja Ihr Spaß hier auf. Ja. Damit irgendwas hier wegkommt, ne? Das stimmt, doch immerhin hat Leila etliche Gegenstände aus dem Haus entwenden können. Da muss ich demnächst aber aufpassen. Ja, unbedingt. Ob jüngere Menschen aber wirklich weniger gutgläubig sind? Wir ändern die Taktik. Große Energieunternehmen kommen zum Teil auch ohne Termin zum Ablesen von Strom- und Wasserverbrauch. Alles auf Termin zu machen, wäre zu aufwendig. Das machen sich Betrüger zunutze und versuchen so, in fremde Wohnungen zu gelangen. Schafft es Lockvogel Andy, als Handwerker verkleidet, dass fremde Menschen ihn mit nach Hause nehmen? Hallo, ich bin hier gerade zum Stromablesen in der Nähe. Kann ich bei Ihnen Stromzählerstand ablesen kommen? Kannst nicht, weil ich muss meinen Sohn nochmal abholen. Okay, gut. Kannst du ja bei den anderen vielleicht? Ja. Ja, kann ich dich gerne reinlassen. Und schon ist Andy durch die Tür. Nächster Versuch bei diesem Pärchen. Hallo. Ich bin gerade in der Gegend und mache die Stromablesung. Kann ich bei euch einmal den Strom ablesen? The thing is that I have to go home with you and then show you right now. Yes, right now. Okay, let's go. Perfekt, danke. Thank you. 500 Meter nimmt das Pärchen unseren Lockvogel mit nach Hause. Wir lösen auf. Wir machen einen Test, wie einfach Einbrecher ins Haus kommen. Ja. Sie haben den Herrn jetzt einen halben Kilometer fast mit nach Hause genommen. Oh fuck. Oh fuck. Nicht nachgedacht. Ja. Blöd gelaufen. Daher immer nach dem Namen des Unternehmens fragen und sich telefonisch absichern. Wie leichtgläubig sind jüngere Menschen? Wieder versucht Leila es mit erfundenen Namen. Hallo, hier ist die Lena, die Freundin von Philipp. Ich habe für unten den Schlüssel nicht. Kannst du mir mal aufmachen? Ja. Super, danke dir. Danke. Tatsächlich, nächster Versuch und schon ist Leila drin. Im Keller findet sie einen Mixer und einen Koffer und Fahrräder. Bisschen siffig, aber auf eBay eine Menge wert. Und schon ist das Rad auf der Straße. Leila setzt noch einen drauf. Hi. Ist zu laut? Ja. Nee, alles gut. Okay. Ich wollte dich nur fragen, ob du mir kurz helfen kannst, was aus dem Keller zu holen. Ja. Okay. Ja? Okay. Ich schaffe das nämlich gar nicht alles alleine, den Keller hier komplett auszuräumen. So viel Zeug. Und dann passiert das Unglaubliche. Der Nachbar hilft, den Keller leer zu räumen. Ja. Super. Meinst du, oben ist noch was? So ein Treppenhaus? Ich da noch mal schaue, ob ich was finde? Weiß nicht, ich bin auch nur einmal zur Untermiete hier. Ach so. Ja, aber ich guck einfach mal, ob ich vielleicht noch was finde und dann nehme ich es einfach mit. Ja. Vor der Tür stehen Waren, für die im Secondhand ein ordentliches Sümmchen zusammenkäme. Nee, ich meine, also keine Ahnung. Dadurch, dass sie halt im Haus war, bin ich jetzt niemals auf die Idee gekommen, dass sie halt irgendwie von draußen ist. Also. Weil ihr jemand leichtgläubig geöffnet hat. Daher unser Rat, immer misstrauisch sein. Laut Polizei scheitern über 40% der Einbrüche an aufmerksamen Nachbarn. Und was lernt Richard daraus?
ein bisschen misstrauischer bin. Als kleines Dankeschön gibt's neben der Erkenntnis für ihn wie für all unsere Testpersonen ein Überwachungskameraset, bevor wir unsere geklauten Sachen selbstverständlich wieder ins Haus zurückräumen. Und da ist ganz schön was zusammengekommen.